Ja, so während jetzt der Bildschirm hier gleich noch erscheint, werde ich gleich schon mal den Vortragenden vorstellen. Es ist Bebner aus Leipzig und er ist mit der Bahn angereist natürlich. Es geht ja gerade um das Thema autofrei. Also Bebner hat sein Auto, ist sein Auto losgeworden. Wie er das genau geschafft hat, wird er sicherlich noch erzählen. Wer von euch hier ist mit der Bahn auch angereist? Finger hoch. Die meisten. Ist jemand mit dem Auto da? Wer von euch hat, also warum seid ihr heute da, die, die mit dem Auto da sind? Nein, wirklich. Was macht ihr hier? Also ich finde es, nein, vielleicht habt ihr ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, autofrei, kann ich das auch? Gucken wir mal jetzt in einer halben Stunde, ob ihr da vielleicht Impulse mitnehmt, wie und ob das vielleicht auch eine Möglichkeit für euch ist. Ich freue mich auf den Vortrag. Bebner. Ja, mein Name ist Bebner und willkommen zu meinem GPN-Tag. Dieses Thema für diesen GPN war ja ein bisschen so Sparen. Und da hatte ich immer so ein Thema im Hintergrund, im Kopf sozusagen, worüber ich ein bisschen gedacht habe, nämlich autofrei. Und meine Bubble sozusagen spricht darüber nicht. Natürlich fragt ihr euch jetzt, autofrei, spricht keiner? Na doch, spricht doch jeder drüber. Ja, aber nicht in dem Kontext, der mir wichtig war, nämlich Zeit und Stress. Und damit kommen wir schon mal zu den Content Notes. Da muss ich leider die letzten zwei Punkte ein bisschen entschuldigen. Sie klingen jetzt ein bisschen zynisch, aber ich will euch vorbereiten für den Inhalt die nächsten paar Minuten. Autofrei ist oft sehr politisches Thema, wird es hier nicht sein. Ich finde, es wird ablenken von dem Fokus, den ich momentan hier legen möchte. Genauso Zahlen und Fakten. Alles ist hier sozusagen meine Meinung, meine Erfahrungen. Das heißt, die Zahlen werden sozusagen ein bisschen biased sein, das bringt euch sozusagen nichts. Ihr solltet vielleicht mehr gucken, wie ist eure Situation und was bringt euch das alles. Kommen wir mal zu meiner Situation. Ich hatte kein Problem, ein Auto zu haben. Als Informatiker haben wir das Geld dafür. Hatte auch einen Platz dafür. Ich hatte sozusagen oft sozusagen einen Parkplatz vor der Tür. Und hatte auch halbwegs einen guten Grund dafür. Meine Familie hat alle kein Auto. Ich bin der Einzige wirklich mit einem Führerschein. Und so bringt sich das eben, dass irgendjemand muss es ja machen. Und ja, und dann habe ich dann auch ab und zu dann gewechselt. Man muss ja irgendwann mal Verschleiß und Co. Und damit hatte eben mein Auto auch ein Mittel zum Zweck sozusagen. Aber es kam eben auch mit einem Problem. Denn ich empfand den Aufwand, den ich betrieben habe, um den Auto zu haben, viel höher, als das, was mir gebracht hat. Und ich rede jetzt hier nicht wirklich um Geld, sondern um Zeit. Zeit ist da eine relativ lustige Ressource. Jedes Lebewesen hat da nur eine bestimmte Menge davon. Und wir können es nicht wirklich pausieren und ansparen für später. Sie vergeht immer. Also tut mir leid für die nächste halbe Stunde. Habt ihr jetzt verloren. Sorry. Ja, und deswegen verbringen wir es möglichst mit positiven Sachen und guten Erinnerungen. Und dementsprechend sehe ich Stress als einen schlechten Verbrauch von diesen Zeit an. Ne? Und so ein Auto bringt eben sehr viele Stresspunkte im Alltag. Ne? Das Autofahren selber, mal wieder zur Wäsche fahren, damit der Vogelkot es den Lack nicht kaputt macht, mal wieder tanken fahren, Reifenwechsel, weil mal wieder das Zeit ist, Wartung, mit einem Handwerker diskutieren, zur Reparatur, weil jemand wieder einen Spiegel abgefahren hat, mit der Versicherung irgendwas abklären, damit das bezahlt wird, Versicherung wechseln, damit man nicht zu viel bezahlt. Man steht mal wieder im Stau oder regt sich über andere auf. Man muss mal wieder eine Lampe wechseln. Welche Lampe überhaupt? Welches Modell? Wie komme ich da überhaupt ran? Oder man hat mal wieder den falschen Scheibenwischer gekauft, weil genau in irgendeinem Jahrgang haben sie es irgendwann mal gewechselt. Oder Schnee vom Schnee befreien oder das Auto abkratzen und so weiter und so fort. Das klingt jetzt alles nicht nach wirklich Punkten, die jetzt irgendwie schwer sind oder viel Stress machen. Aber alles zusammen summiert sich eben relativ gut.
Und mit immer weniger Nachfragen von meiner Familie und auch selber es brauchen, war dann immer mehr sozusagen der Punkt in meinem Kopf, warum hast du es eigentlich noch? Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Und Auto ist auch noch eine wichtige Infrastruktur für uns. Damit haben wir immer sozusagen, möchten wir es eigentlich nicht abgeben, weil wir können es ja nochmal gebrauchen. Und in meinem Fall kam dann der Arschtritt sozusagen vom TÜV. Auto war so dermaßen verschlissen, die Reparatur war einfach zu teuer. Kennt man. Es war also nur mal Zeit, aber ich hatte immer noch Bammel. Und deswegen habe ich mir einen Plan gemacht. Und man wollte eben weniger Zeit verbrauchen, weniger Stress haben, aber dennoch irgendwie nicht im Regen stehen. Und dann bereuen, das Auto verkauft zu haben. Also habe ich mir sozusagen auch einen Weg zurückgelassen. Ich habe das Auto abgegeben für ein 3-Jahres-Leasing. Und wenn nach diesen 3 Jahren ich gemerkt habe, ich brauche das Auto nicht, sprich ich habe das angesehen, das Leasing-Auto, ich habe es nicht, sozusagen ist nur sozusagen zum Rückfall da, gebe ich es einfach am Vertragsende wieder ab und fertig ist die Sache. Spoiler Alert, hat überhaupt nichts gebracht. Heutzutage würde ich als Probezeit sozusagen ein Stay-Ticket empfehlen und bei der Deutschen Bahn kann man für ein Jahr lang ein Klapprad mieten. Das ist um einiges günstiger und schneller, als dann noch 2 Jahre ein Auto an der Macke zu haben, was man nicht losbekommt. Als Grundlage habe ich dann mir die Öffis genommen. Die sind einiges angenehmer als ein Fahrrad, besonders bei Wetter und Wind und Winter. Und auf der Rückweg gibt es dann auch hier und da auch was zum Einkaufen zum Beispiel. Haltestellen sind natürlich nicht genau vor der Tür, zu Hause oder auf Arbeit oder wo man auch hin möchte. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht kann man ja so noch so einen kleinen Tretroller mitnehmen für Erwachsene. Den kriegt man kostenlos mit, ist nicht so schwer. Und dann ist man nicht so lange unterwegs, wenn man von der Haltestelle nach Hause läuft oder zum Arbeit. Dann natürlich das Fahrrad, so für die, wenn es gutes Wetter ist und für alles andere. Und wenn man doch mal ein Auto braucht, zum Beispiel, wenn man zu IKEA fährt zum Beispiel, dann habe ich mir gesagt, nehme ich mir Carsharing und leihe mir eben mal für 1-2 Stunden oder bis zu einer Woche mal ein Auto. Ja, mit allen möglichen Sachen abgedeckt, habe ich meinen lieben Astra zum letzten Mal gestreichelt, habe die Papiere beim Händler abgegeben und dann ging es los. Ja, aber autofrei verändert mehr als nur den Weg zur Arbeit. Es verändert alle möglichen Routinen, aber auch Vorlieben. Und diese neuen Routinen und Sachen können eben weniger Stress mit sich bringen oder mehr Stress mit sich bringen. Und manche Sachen sind auch erst wirklich schleichend gekommen. Ich würde es am liebsten vergleichen mit dem Umzug von einer Einzelwohnung in eine WG. Da gibt es auch seine positiven und negativen Punkte und Sachen, die man erst lernt, wenn man mal darin gelebt hat. Und da ist die Balance wichtig. Das ist bei jedem verschieden anders und dementsprechend wird auch manche Leute sagen, ja, WG ist für mich überhaupt nichts und für den anderen, ja, WG, kein Problem und oder ich mag es. Und genauso ist das mit dem Autofrei. Es ist eben abhängig auch von den externen Faktoren wie Öffi-Infrastruktur oder Mitbewohner oder eben persönlichen Vorlieben. Und für mich war zum Beispiel ein zuerst groß auffälliges Ding, war zum Beispiel der Großeinkauf, den ich früher mal gemacht habe. Aller 2-3 Wochen, Auto gefüllt sozusagen. Und jetzt kaufe ich sozusagen wie im Alltag ein. Aller 2-3 Tage habe ich dann einen Rucksack mit, steige einfach in der Straßenbahn aus, ab in den Kaufland oder ähnliche Sachen und fertig ist die Sache. Und das klingt vielleicht für einige von euch als Stress, muss gut sein. Für mich war es aber passend. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Dachgeschoss gelohnt und ich musste jedes Mal, wenn ich sozusagen einkaufen gegangen bin, erstmal diese großen Kisten sozusagen hochschleppen und natürlich dann immer die Haustür und Auto auf- und zuschließen, während ich die Kiste in der Hand hatte. Das war also relativ nervig. Dagegen mit dem Rucksack nach oben gehen in die eigene Wohnung, wenn man sowieso nach Hause geht, merkt man überhaupt nicht. Das fällt dann einfach weg. Auch einzeln ist dieser Einkaufen nun angenehmer,
man ist zu bestimmten Zeiten unterwegs, wo nicht mehr so viele Leute unterwegs sind und die meisten sind sowieso gefühlt Arbeiter. Man hat dann so eine Art Respekt untereinander, geht sich aus dem Weg, hilft vielleicht einander. Und es ist auch einfacher, Angebote zu ignorieren. Denn der Platz in meiner Tasche ist viel wertvoller als die 10 Cent, die ich spare. Auch kommt weniger Stress zum Beispiel, da man eben öfters einkauft. Wenn man was vergisst, dann kann man es ja mal 1-2 Tagen später holen. Und so muss man auch nicht über groß diskutieren und denken, was packe ich jetzt alles auf den Einkaufszettel? Wie ist mein Essensplan und wie koche ich die nächsten Tage und Wochen? Habe ich nun alles mitgenommen? Einkaufszettel nochmal im Laden kontrollieren und dann sich merken, jetzt ist das nicht mehr da und jetzt, wie mache ich das sozusagen? Ist alles weg. Und natürlich, Einkaufen ist ein offensichtliches Thema beim Autofrei, aber es gibt eben auch viele Kleinigkeiten, die erst sozusagen später bemerkt habe. Zum Beispiel war meine Vorliebe an Schuhen immer sozusagen flach und harte Sohlen. Das macht sich eben besser mit den Pedalen von Auto. Und jetzt sind zum Beispiel weiche Schuhe mit Polster für die harten Böden im Alltag. Oder zum Beispiel frühstücken, früh am Morgen, schnell den Kaffee hinterhauen, möglichst wach werden, damit man Auto fahren kann. Und jetzt, ja, laufe ich eben im Zombie-Modus oder im Halbschlaf sozusagen zur Haltestelle und mampf dabei. Und fertig ist die Sache. Es ist natürlich am Ende für mich einiges besser geworden, aber es war eben nicht ohne Stress. Und habe hier noch ein paar Punkte, die mir dann sozusagen aufgefallen sind, mit denen ich bei manchen Sachen nicht gerechnet habe oder nicht dran gedacht habe. Und der erste Punkt, der sozusagen war es mal wieder was wiedererlernen, nämlich das Zeitschätzen von Strecken. Vom Auto ist man da sehr verwöhnt. Man hat eine bestimmte Distanz, man rechnet so und so viel Zeit pro Kilometer und einen bisschen Boni von Ausparken, Einparken und vielleicht Verkehr. Und das war's. Dann hat man seine Zeit, wie lange man braucht, um irgendwo hinzufahren. Mit der Straßenbahn oder anderen Verkehrsmitteln, völlig egal, wie lange man fährt oder wie weit die Distanz ist. Es ist viel wichtiger, ob man umsteigen muss, wie oft die Taktung ist und wie weit man dann noch weiterlaufen muss und so weiter und so fort. Klar, mit den Apps macht das auch relativ einfach. Man sagt einfach an, wo man hin will, wo man ist und das rechnet eigentlich sozusagen den Weg aus. Was sie aber nicht mit drin haben, ist, wie viel Zeit muss ich drauflegen, weil ich irgendeine von diesen Bahnen verpasse. Weil die können ja zum Beispiel später kommen und dann muss ich umsteigen, dann ist die nicht mehr da. Aber ich muss trotzdem pünktlich auf Arbeit sein. Das heißt, ich muss eigentlich sozusagen eine Bahn früher erwischen. Das muss ich alles in die Zeit von meiner Strecke mit reinrechnen, sagt mir die App nicht. So, und habe ich zum Beispiel auch dann gemerkt, nach dem Umzug, ich war näher dran an der Arbeit, dachte mir eben, ja, passt, fährst jetzt eben weniger Zeit, geht schneller. Völlig Gegenteil. Musste eben umsteigen, wie gesagt, und von die Zeit, die ich für die Handvoll von Kilometern brauchte mit der Straßenbahn, war mehr, als wenn ich einfach gelaufen wäre. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber einfach sozusagen zum Beispiel gegeben durch die Art und Weise, wie Leipzig sein Netz baut. Leipzig hat zentral sozusagen in einem Hauptbahnhof eine zentrale Umsteigestelle. Und erstmal alle Straßenbahnen oder fast alle Straßenbahnen und Busse etc. fahren da erstmal hin. Das war ganz angenehm, wenn man sozusagen den Weg finden möchte, weil man fährt einfach zum Hauptbahnhof und steigt dann in die entsprechende Bahn, wo man hin will. Aber es macht die Distanzen extrem größer. Besonders, wenn man einfach nur von einem Viertel zum nächsten Viertel will, was eigentlich daneben liegt. Oft fehlen irgendwelche Querverbindungen oder sowas und dann muss man erstmal in die Stadt fahren und dann wieder von der Stadt wieder rausfahren. Plus eben die Wartezeit für die nächste Straßenbahn. Hier war zum Beispiel dann die S-Bahn ein guter Ersatz. Die fuhr halbwegs die richtige Strecke. Ist auch ein bisschen versteckt in Leipzig, aber kommt eben nicht so oft. Das heißt, ich musste eben mehr Zeit einberechnen für den Boni, falls die mal wieder ausfällt. Und dann kommt man dann eben dann halbe, dreiviertel Stunde zu früh zur Arbeit. Und das nervt dann natürlich auch.
Zum Glück hatte ich Teilzeit oder fließende Zeit sozusagen und konnte ich einfach früher anfangen. Was auch aufgefallen ist, ist, wenn man sozusagen das Ziel in der Mitte von zwei Haltestellen ist, kommen manchmal diese Apps nicht wirklich klar damit. Die haben ungefähr eine Distanz, wie lange man läuft und damit eine Zeit. Und das passt nicht immer. Und was sie auch vergessen, ist reinzuzählen zum Beispiel, ist, dass man nur eine Haltestelle weiterfährt und weniger laufen muss, fährt man trotzdem eine Haltestelle weiter. Und das ist ja auch Zeit, die muss man dagegen rechnen, gegen die Laufrichtung. Und so kam es manchmal vor, dass man einfach ein bisschen früher oder später aussteigt und trotzdem schneller ist als diese App zum Beispiel. Muss man auch erstmal lernen. Aber all dies hilft natürlich noch nicht gegen die Distanz, die man am Ende noch laufen muss. Und da kann man jetzt die Haltestellen nicht böse nehmen, können ja nicht überall sein. Ne? Und manchmal ist es eben so, dass man noch ein paar Kilometer laufen muss. Bei den ersten zwei kein Problem, nächsten schon ein bisschen nervig. Und das nicht wirklich von der Distanz, zumindest wenn gutes Wetter ist, sondern von der Zeit. Weil wenn man eben ein paar Kilometer läuft, das dauert eben eine Weile. Und so habe ich mir eben diesen Tretroller gedacht sozusagen, aber im Alltag war das einfach echt nur nervig. Ich habe das eben auch letztes Jahr nochmal probiert. Man schleppt den dann in die Straßenbahn mit rein und guckt sozusagen, dass er nicht irgendwie umfällt oder sowas. Und so schnell ist auch ein Tretroller dann auch nicht. Und jetzt hat meine Schwester den, kann sie eben mit ihrer Kleinen den besser benutzen. Ist also kein Müll. Und was man eben dann merkt bei diesen Distanzen, also diese, was hier gesagt, Last Mile, das ist wirklich ein Begriff, den man schon öfters auch hört, es ist wirklich so eine Art magische Distanz. Es ist immer, egal was man nimmt, es ist immer gefühlt zu viel oder wie Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen. Und wenn man es aber nicht mit hat, vermisst man es und nervt sich das, warum habe ich es jetzt nicht mitgenommen. Manchmal habe ich mir gedacht, ja, erinnert ihr euch noch an diese Schuhe mit den Rollen hinten in den Fersen? Leider sind die Straßenbelege oder die Fußwege nicht dafür geeignet. Sonst wäre es wahrscheinlich das perfekte Mittel, aber ich habe wirklich keins bis jetzt gefunden und momentan teste ich ein Faltrad. Es war schön, aber es hat auch öfters mal die gleichen Probleme wie der Roller sozusagen. Man muss es ab und zu mit reinschleppen, falten etc. pp. Aber was ich gemerkt habe mit diesem Faltrad ist, es ist extrem gut fürs Carsharing. Vielleicht muss ich das mal am Anfang erklären, was das ist. Carsharing ist, man hat verschiedene Stationen in der Stadt und man leiht sich sozusagen, also man reserviert einen bestimmten Zeitslot sozusagen von diesem Auto oder welchem Auto man haben möchte. Man kann das in der App dann wählen, welche Größe und welches genau. Und reserviert sich sozusagen die Autozeit, dann kann man damit rumfahren und bringt es dann wieder zu der Station, wieder zurück zu der gleichen. Das hat sozusagen eine Art Heim. Gegen dessen sozusagen gibt es das Free-Floating. Die stehen irgendwo rum, da gibt es ein Gebiet innerhalb von der Stadt, wo die eben stehen dürfen. Na, also man kann überall damit rumfahren, aber die müssen irgendwo dann geparkt werden innerhalb von diesem Gebiet. Ist zwar angenehmer generell, weil man kann einfach einsteigen, los geht's und dann wieder absteigen und fertig ist. Blöd nur, wenn es dann nicht in dem Bereich ist, wo man es dann immer braucht. Also meine Eltern zum Beispiel wohnen ein paar Kilometer entfernt von wo das Ende ist. Ich selber wohne genau an der Grenze. Oh, ja, Zeit. Und ist dann eben nicht wirklich für jeden da. Und was ich auch gemerkt habe, ist diese, wenn man eben so ein Auto braucht, die Stationen und der Free-Floater ist dann immer nach Murphys Gesetz natürlich immer viel zu weit weg. Und da ist dann eben so ein Faltrad eben schön, nimmt man einfach, fährt man hin, schmeißt man in den Kofferraum, fährt man wieder nach Hause, holt das ab, was man eben transportieren wollte und fertig. Ich möchte gerne auch hier eine Warnung geben, falls ihr das mal probiert, reserviert immer mehr Zeit, als ihr braucht. Über diese Reservierzeit zu gehen, ist extrem, kostet extrem viel. Und manche von den Verträgen ziehen einen die nicht benutzte Zeit auch wieder ab. Sind meistens auch die Zeit selber ist nicht so teuer. Wenn wir gerade schon über die Zeit reden, während man sozusagen unter dieser Stoppuhr ist, muss man auch regelmäßig diese Dinger auch tanken, weil man muss die mit mindestens ein Viertel von einem Tank wieder abgeben. Und das ist natürlich nervig, wenn man dann unter
die Zeit bezahlt und dann an der Tanke steht. Schön ist da zum Beispiel dann die Elektroautos, die habe ich dann echt lieben gelernt. Die stehen direkt an ihrer Tanke, abklatschen, Kabel rein, losfahren, wieder hinstellen, Kabel ran, völlig egal von der Zeit. Man braucht mehr Zeit, um das Auto zu kontrollieren, dass man nicht irgendwas vergessen hat im Auto. Und dieses One-Pedal-Driving in der Stadt, Chefskiss. Ja, und wie schon gesagt, das Fahrrad ist wirklich ein gutes Klebemittel. Aber leider funktioniert es nicht alleine. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich möchte es gerne mir vorstellen, aber alleine durch Wetter, Distanzen, Lasten, man braucht immer wieder was anderes auch dazu. Ja, es gibt Elektrofahrräder, ja, es gibt Lastenräder. Für mich war beides aber keine Option. Für mich ist Elektrofahrrad eben mehr so ein Spaßfaktor. Lastenrad, ja, was ich mit meinen Taschen und so weiter nicht mit dem Fahrrad mitbekomme, kriege ich meistens auch mit dem Lastenrad nicht hin, sprich Baumarkt, wie gesagt, Ikea, Möbel, machst du nicht mit dem Lastenrad. Hätte ich aber zum Beispiel Kinder, würde die Sache ganz anders aussehen. Da wäre das wieder sinnvoll. Ja. Ein Punkt, der noch dazugekommen ist, ist die Langstrecke, wie schon vor uns am Eingang erwähnt. Und ich kann mir einfach nichts mehr vorstellen, als mit dem ICE zu fahren. Also tut mir leid. Ja, auch mit dem ganzen Stress, der mir die Deutsche Bahn ab und zu mal macht. Es ist nichts gegenüber dem ganzen Stress, den ich sonst hatte mit der Autobahn oder mit dem Stau oder wieder von Leipzig nach Berlin durch die ganzen Baustellen. Einfach in den Zug setzen, abschalten, fertig, ankommen. So. Aber auch die Bahn hat es geschafft, auch Sachen mal mir vor die Füße zu schmeißen, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe zum ersten Mal mit einer Fahrt nach Berlin mal so eine Fahrradreservierung gemacht, habe es mal hingehangen und habe dann festgestellt, ja, mein Sitzplatz wurde geupgradet von zweiter Klasse auf erste Klasse. Problem, erste Klasse ist auf der anderen Seite vom ICE. Das heißt, durch den ganzen ICE rammeln, seinen Platz finden, sind schon zwei Stationen vergangen und beim Aussteigen natürlich ein oder zwei Stationen davor anfangen, durch den ganzen Gerammel sozusagen vom Zug zu fahren. Ganz geil, wenn man immer wieder stehen bleibt. Es gibt ja relativ viele Stationen bevor Berlin und viele wollen immer wieder aussteigen. Das heißt, man muss sich dann immer gucken, komme ich jetzt hier durch? Und ja, und man kann auch nicht einfach sozusagen aussteigen und dann zu dem Abteil gehen, weil bis man zu dem Abteil kommt und einsteigt, fährt der Zug wieder los. Also man kommt, ist dann eben verpasst. Ja. Vermisse ich das Auto? Vielleicht. Also so ein Gaspedal durchtreten? Ja, auf jeden Fall. Also, aber weiß nicht, ob das die Midlife-Crisis ist oder sowas, die langsam ankommt. Aber aus praktischen Gründen auf jeden Fall nicht. Am Ende des Carsharing hilft immer. Habe ich weniger Stress? Also hat mir das ganze Zeug was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Das mit den 3-Jahres-Leasing, wie gesagt, würde ich nicht nochmal machen. Aber es ist auch nicht alles stressfrei. Es kann alles besser werden. Aber insgesamt, soweit bin ich zufrieden. Und solltet ihr mir sozusagen blind folgen? Bitte nicht. Bitte kontrolliert mal eure Situation. Braucht ihr das Auto? Wie sieht das aus mit bei euch in den Öffis? Es ist einfach sozusagen nicht sozusagen kontrolliert eure Situation, nur weil sozusagen es jetzt die schön ist, sozusagen darüber nachzudenken, sondern generell einfach mal klebt ihr noch an irgendwas nur wegen der Trägheit. Also tragt ihr das Auto sozusagen nur noch mit rum. Und das rede ich nicht nur vom Auto, es kann auch andere Sachen sein. Und das kann eben auf der einen Seite sein, ihr braucht es nicht mehr. Es kann aber auch auf der anderen Seite sein, ihr braucht es noch. Und dann ist auch gut. Weil wenn ihr sagt, ihr braucht das Auto noch, dann wisst ihr, dass die Zeit, die ihr investiert in das Auto, auch sinnvoll ist. Ne? Also das Auto hat eine Daseinberechtigung, aber nicht zum Selbstzweck. Da. Fragen? Danke für den super spannenden Vortrag.
Es gibt bestimmt jetzt ein paar Fragen. Meldet euch gerne. Ich gebe euch dann das Mikro. Ja, danke. Ich sehe mich da an vielen Stellen wieder. Meine Frage ist, bist du auch ein bisschen fitter dadurch geworden, dass du natürlich mehr läufst und mehr unterwegs bist? Oder falls du das trackst in irgendeiner Form? Nein. Ja, vor der Zeit oder genau zum Beginn dieser Zeit habe ich meine Füße kaputt gemacht. Und kann mich wenig laufen, etc. pp. Und wir waren alle die ganze Zeit zu Hause. Also das alles, was ich sozusagen gut gemacht habe mit dem Fitsein, habe ich zu Hause rumgesessen. Achso, typisch autofrei, wenn man die ganze Zeit im Homeoffice ist. Selbstrenner, ne? Ja, auf jeden Fall, es tut mir gut von der Bewegung her, ja. Es macht es auch einfach mal, generell einfacher mal auch mal woanders hinzufahren, zum Beispiel zum Schwimmen. Nach der Arbeit, weil sonst müsste man eben nach Hause fahren, Auto abstellen und dann nochmal zum Schwimmen fahren oder nur mit dem Auto nochmal zum Schwimmen fahren oder sowas. Macht sich mit den Öffis oder mit dem Fahrrad auch einfacher. Und ja, es ist positiv, aber jetzt nicht so, wie wenn ich sagen würde, ich würde mich jetzt wirklich mal hinsetzen, Physio machen, zum irgendeinem Fitnesscenter gehen, schwimmen zu gehen zum Beispiel. Das bringt einiges mehr, als jetzt mit der Straßenbahn zu fahren. Und essen und schlafen. Nichts ist schlimm, nicht besser oder schlimmer als wenig schlafen und schlechtes Essen. Und du kannst ja quasi jetzt auch im Zug oder in den Öffis schlafen. Ja, oder diesen Vortrag machen, wenn ich rückwärts 200 km/h fahre. Ja, im Auto schläft sich's nicht so gut, jedenfalls nicht hinterm Steuer, würde ich nicht empfehlen. Das macht man einmal. Noch weitere Fragen? Was mir in der Erzählung ein bisschen gefehlt hat, war, lebst du eher ländlich oder eher städtisch? Also wie gut ist tatsächlich die, hier sind die Öffis, weil das ist ja immer wichtig dabei. Habe ich absichtlich im Vortrag selber rausgelassen, weil wie gesagt, Ziel ist es wirklich mal selber die Situation zu checken. Öfters ist es wirklich manchmal überraschend, was es ans Angebot gibt. Habe bei manchen ländlichen Gegenden gemerkt, dass es doch öfters die Bahn fährt, als man denkt. An manchen Gegenden überhaupt nicht oder Bus kannst du vergessen. Es ist wirklich von Situationen, von Land, also 30 Kilometer in die Richtung ist es völlig anders. Persönlich, ich wohne leicht außerhalb von Leipzig, also nicht außerhalb von der Stadt, aber sozusagen am Außenrand und habe auch schon einige Kilometer, die ich reinfahre sozusagen bis zum Hauptbahnhof, also Innenstadtring. Und dementsprechend jetzt nicht so nah. Meine aktuelle Fahrradstrecke zur Arbeit zum Beispiel, wo ich fast direkt fahre und am Wasser lang fahre, sind 8 Kilometer. Also schon ein Stückchen. Ich würde sagen, bis zu 10 Kilometer könnte man machen. Darüber würde ich sagen, ist dann vielleicht die Distanz zu hoch, um mit dem Fahrrad jeden Tag zu fahren. Das dauert zu lange. Wir können eine Frage noch machen. Wem brennt noch eine Frage unter den Nägeln? Wie sieht es aus mit den Menschen, die mit dem Auto angereist sind? Also ich fand erstmal schön deine Überlegung zu dem ganzen Thema, weil mir ging es neulich nämlich ähnlich, Auto auch noch nicht vom TÜV geschieden, aber von der Werkstatt dann. Und natürlich stellt man sich die Frage, braucht man dieses Ding noch? Aber eben, um auch nochmal aufzuklären, woher dieses Auto kommt. Ich wohne außerhalb von Karlsruhe und zwar noch hinter dem Bereich, wo die Bahn hinfährt. Also wir haben nur Bus und den auch nur 10-mal am Tag. Das heißt, heute Abend zum Beispiel wird für mich heißen, wenn ich länger als 8 bleibe, fahre ich mit dem Taxi heim. Also das war dann der Punkt, wo es eben einfach aus dem Grund nicht ging. Dann ist es einfach auch eine Zeitfrage. Also wie du auch beschreibst, dieses Verkehrssystem, ich muss mit dem Bus zur Zwischenhaltestelle S-Bahn, dann S-Bahn Karlsruhe rein und von dort aus dann eben wieder an die Außenpunkte, was mir im Alltag einfach viel zu viel Zeit kostet. Und das muss man auch nochmal sagen, wer in Karlsruhe wohnt, der weiß, dass Autofahren hier echt keine Freude ist und man lässt stehen, wann es nur geht, wenn wir einfach extrem viel Staus hier haben. Also
das begründet es vielleicht noch mal, rechtfertigt es. Ich fahre ein E-Auto mit Ökostrom, ich hoffe, das gleicht es wieder ein bisschen aus. Und ein sehr kleines Auto mittlerweile auch. Also ich denke, man muss da einfach auch Abstufungen finden. Was wir zum Beispiel auch nur mit Zug fahren, sind Langstrecken. Weil, wie du auch sagst, das macht überhaupt keine Freude mehr, das mit dem Auto zu fahren. Und ja, ich denke auch, man muss da einen soliden Kompromiss für seinen Alltag auch finden. Also Leute mit Kindern zum Beispiel werden da auch nochmal andere Anforderungen haben an Zeitersparnis, Zwischenstrecken. Dieses alle zwei Tage einkaufen geht bei uns zum Beispiel gar nicht, weil einfach nichts da ist im Ort zum Einkaufen. Also ich muss einfach weg. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich fand es schön, wie du das dargestellt hast, auch diese vielen Überlegungen. Ich fühle da total mit und hätte mir gewünscht, ich hätte auch nicht die 100 Meter Höhenunterschied zur S-Bahn-Haltestelle, die mit dem Fahrrad so im Alltag auch ein bisschen schwierig zu überbrücken sind. Das muss ich noch sagen, Leipzig ist ein Flachland. Ja, also genau. Es ist ein Fixie-Land. Ja. Man kann mit einem Fixie in Leipzig fahren. Hier in Karlsruhe oder generell so Baden-Württemberg, Bayern etc. Elektrorad macht sehr viel Sinn. Ja, danke schön. Das fand ich jetzt auch ein ganz tolles Schlusswort von dir. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, du bist dann wahrscheinlich noch danach kurz für Fragen erreichbar. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke für die tollen Fragen und Anregungen und noch eine schöne Zeit.